Geht und kümmert euch um den Muiri-Auftrag. Das wird nicht der letzte Auftrag gewesen sein, das verspreche ich euch. Nur sehr wenig. Darauf gebe ich euch mein Wort. Die Mutter der Nacht verkörpert ein längst geschlossenes Kapitel aus der Geschichte der dunklen Bruderschaft. Heute leben wir nach unseren eigenen Regeln. Wir sind die letzte Zuflucht in ganz Tamriel und haben nur so lange überlebt, weil wir die alten Wege aufgegeben haben. Meine einzige Sorge ist ihr Bewahrer. Ich bin nicht sicher, was Cicero sich davon verspricht, die Mutter der Nacht hierher zu bringen. Aber er wird schon sehr bald lernen, dass diese Zuflucht mir gehört. Seid einfach ihr selbst. Schaltet eure Ziele so aus, wie ihr es für richtig haltet. Laut oder lautlos, schnell oder langsam. Macht einfach, was sich richtig anfühlt. Gelegentlich werde ich euch auch einen Auftrag mit bestimmten Rahmenbedingungen geben. Wenn ihr diese Bedingungen einhaltet, verdient ihr euch einen Bonus. Sprecht ihr mit Muiri. Ich muss mich um die Mutter der Nacht kümmern und um ihren kleinen Hofnarren. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ich habe einen Brief und einen Haufen Gold. Irgendwas von wegen eurer Erbschaft. Ach, und mein Beileid. Das war's dann wohl. Ich muss los. Kommt rein. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke und saubere Zimmer. Warum seht ihr mich so an? Die dunkle Bruderschaft. Oh, ich... Meine Güte, ihr seid wirklich hier. Das schwarze Sakrament. Es hat tatsächlich funktioniert. Was ich brauche? Den Tod von Alain Dufresne. Er soll zur Strecke gebracht und getötet werden, wie diese miese Ratte, die er ist. Was? Alain ist tot? Ich bin dankbar. Es ist nur... So hatte ich es mir nicht vorgestellt. Es ging mir um Alain, ja. Aber nicht nur um ihn und... Nun ja, Tod ist tot, richtig? Ich danke euch, Assassine. Hier ist das Gold, das ich für den Auftrag zahlen wollte. Das habt ihr euch schließlich verdient. Noch einmal danke, dass ihr mein Problem gelöst habt.
ihr seid zurück. Wie ist es euch mit eurem ersten echten Auftrag ergangen? Ich wette, es war um einiges aufregender als das, was Nasir euch bisher angeboten hat. Wunderbar. Ganz ausgezeichnet. Ihr passt wirklich hervorragend zu uns. Oh, sorry, ich habe jetzt wieder einzuschalten. Hilfe in einer eher persönlichen Angelegenheit. Ach, stimmt was nicht? Es ist Cicero. Seit seiner Ankunft war sein Verhalten irrational, wäre eine Untertreibung. Ich glaube, er ist wirklich verrückt. Tja, sicher ran. Aber es kommt noch schlimmer. Er hat Gefallen daran gefunden, sich in der Kammer der Mutter der Nacht einzuschließen und dort zu reden. Mit irgendjemandem. In gedämpftem, aber hektischem Ton. Mit wem redet er? Was hecken Sie aus? Ich fürchte Verrat. Bei Cicero müssen Sie aufhalten. Versteht also meine Befürchtung? Wenn Cicero etwas plant und mit einem von uns konspiriert, wäre das katastrophal. Was soll ich tun? Lieber Bruder, ihr müsst euch in diese Kammer stehlen und ihr Treffen belauschen. Es wird nicht ausreichen, euch in den Schatten zu verbergen. Sie werden euch mit Sicherheit bemerken. Nein, ihr benötigt ein Versteck. Einen Ort, an dem niemand jemals nachsehen würde. Zum Beispiel im Sarg der Mutter der Nacht. Ja, Sarg. Er ist perfekt. Niemand, der bei Verstand ist, würde sich darin verstecken. Nun geht, bevor sie sich treffen. Berichtet mir später, was ihr in Erfahrung gebracht habt. Okay. Also, was ihr auf Deutsch heißt. Ist das nicht ganz offensichtlich? Als Bewahrer der Mutter der Nacht glaubt er, ihm stehe die Herrschaft über diese Zuflucht zu. Cicero wird unsere Unabhängigkeit als Argument für die Rückkehr zu den alten Wegen vorbringen. Er wird uns mangelnde Disziplin vorwerfen, zu Unrecht. Das grenzt fast schon an Ketzerei. Ironischerweise könnte sich auch die Mutter der Nacht als Opfer erweisen. Als Königin im Schachspiel eines Verrückten. Ja, auf Deutsch heißt... Ich glaube nicht. Aber ich kann euch sicher mehr sagen, wenn ihr von der Kammer zurückgekehrt seid. Es hängt alles davon ab, was ihr in Erfahrung bringt. Beeilt euch. Ihr müsst an Ort und Stelle sein, bevor Cicero und sein Verbündeter dort eintreffen. Sie könnten jederzeit ein anderes Treffen planen. Habt ihr eine Ahnung, wer sich mit Cicero verbinden würde? Das ist doch die eigentliche Frage, nicht wahr? Dieser Wirrkopf tritt ein, verschließt die Tür und das Gespräch beginnt. Innen muss also jemand auf ihn warten. Jeder von uns hätte diese Kammer leise und unbemerkt betreten können. Doch wer von uns würde es wagen, gegen die Zuflucht zu konspirieren? Allein der Gedanke daran bricht mir das Herz. Okay. Geht, schnell! Versteckt euch im Sarg, bevor Cicero und der Verräter sich treffen. Okay. Ja, ich habe Mutter der Nacht. Ach, hier gibt's ja andere Verstecke. Also der Tür wohl nicht. Okay, so. Ja, einfach. Ja, ich verstehe das so gut, ich weiß nicht. Ich höre nicht, wie er spricht. Oh, ich spiele auf jeden Fall nichts hingestellt.
kann ich ja immer noch pausieren. Ja, warten. Ja, warten wir eine Stunde. Sind wir? Geht doch an, endlich. Ja. Nein, sei. Ja. Allein. Süße Einsamkeit. Niemand wird uns hören. Oder stören. Alles läuft nach Plan. Heute? Die anderen. Ich habe mit ihnen gesprochen. Sie werden kommen, ich weiß es. Der Zauberer Festus Grex. Vielleicht sogar der Argonia und das Lichtkind. Was ist mit euch? Habt ihr mit jemandem gesprochen? Nein? Nein, natürlich nicht. Ich rede, gehe, sehe und spreche. Und was tut ihr? Nichts! Nicht! Nicht, dass ich wütend wäre. Nein, niemals. Cicero versteht. Cicero versteht immer. Und gehorcht. Ihr redet, wenn ihr bereit seid, oder? Oder? Liebe Mutter der Nacht. Armer Cicero. Aber wie kann ich euch verteidigen? Wie kann ich euren Willen ausführen, wenn ihr nicht sprecht? Zu niemandem! Oh, aber ich werde sprechen. Mit euch werde ich sprechen. Denn auf euch habe ich gewartet. Ja, euch. Ihr teilt meine eiserne Grabstätte. Ihr wärmt meine alten Knochen. Diese Aufgabe gebe ich euch. Reist nach Volunrod. Sprecht mit Armand Mautier. Der arme Cicero hat euch enttäuscht. Dem armen Cicero tut es leid, liebe Mutter. Ich habe mich so sehr angestrengt. Aber ich kann den Zuhörer einfach nicht finden. Sagt Cicero, die Zeit sei gekommen. Sagt ihm die Worte, auf die er all die Jahre gewartet hat. Dunkelheit erhebt sich, wenn die Stille. Verrat! Eine entwürdigende und befleckende Tat! Ihr habt die Heiligkeit des Sarges der Mutter der Nacht verletzt! Redet! Redet, Wurm! Wer ist Ihr Wurm? Sie hat zu mir gesprochen. Sie sagte, ich. Sie habe auf mich gewartet. Sie hat zu euch gesprochen? Noch mehr Heimtücke! Noch mehr Betrügereien und Täuschungen! Ihr lügt! Die Mutter der Nacht spricht nur mit dem Zuhörer! Und es gibt keinen Zuhörer! Jetzt schon, du Vogel! Also, was auf der Scheiß? Das hat sie gesagt? Diese Worte hat sie euch gesagt? Dunkelheit erhebt sich, wenn die Stille stirbt? Aber das sind die Worte. Die bindenden Worte, geschrieben in den Büchern des Bewahrens. Das für mich bestimmte Signal. Die einzige Möglichkeit der Mutter, mit Cicero zu sprechen. Dann stimmt es. Sie ist zurück.
Unsere Dame ist zurück! Sie hat einen Zuhörer auserwählt! Sie hat euch auserwählt! Seid gegrüßt, Zuhörer! Bei Cities, es reicht! Zurück, Wahnsinniger! Was immer ihr auch im Schilde führt, es ist vorbei! Geht es euch gut? Ich habe den Tumult gehört. Mit wem hat Cicero denn gesprochen? Wo ist der Komplize? Zeigt euch, Verräter! Ich sprach nur zur Mutter der Nacht. Ich sprach zur Mutter der Nacht, aber sie sprach nicht zu mir. Oh nein! Sie sprach nur zu ihm. Zum Zuhörer! Was? Der Zuhörer? Was erzählt ihr denn da? Was soll dieser Wahnsinn? Es stimmt, es stimmt! Die Mutter der Nacht hat gesprochen! Die Stille wurde durchbrochen! Der Zuhörer wurde auserwählt! Als ich Cicero schreien hörte, wusste ich, dass man euch entdeckt hat. Und ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet. Geht es euch gut? Ja, es geht mir gut. Cities, was geht dann hier vor? Cicero sprach mit der Mutter der Nacht. Aber sie sprach mit euch? Ist das noch mehr leeres Geschwätz von diesem Verrückten? Die Mutter der Nacht hat sie gesprochen. Ich sagte, ich sei die Auserwählte. Cicero sprach also mit niemandem sonst? Nur der Leichnam der Mutter der Nacht? Und die Mutter der Nacht, die nach allem, was wir wissen, nur mit der Person spricht, die als Zuhörer auserkoren wurde, sie hat gerade gesprochen. Gerade jetzt. Mit euch? Ja. Cities. Und? Was hat sie gesagt? Ich muss mit der Mormont hier im Wohnung. In Wohnung sprechen. Ich weiß wirklich nicht, wer das ist, aber Wolonrud, den Namen habe ich schon gehört. Und ich weiß auch, wo es ist. Ich soll also auf Wolonrud mich mit diesem Mann unterhalten? Nein, nein, bitte, ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber ihr empfangt eure Befehle von mir, ist das klar? Die Mutter der Nacht mag ja mit euch gesprochen haben, aber ich bin noch immer das Oberhaupt dieser Familie. Ich werde meine Autorität nicht einfach so abgeben. Ich brauche Zeit, um über all das nachzudenken. Geht zu Nasir und erledigt einige Aufträge für ihn. Ich werde euch aufsuchen, wenn ich weiter über diese Angelegenheit reden kann. Okay, und ich merke gerade, das Video ich jetzt vor Oman sah beenden. Alles nächste Video. Bis heute. Ciao.